Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die als Kinder vom Wickeltisch gefallen sind. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki mit einer wunderbaren Sendung. Heute mit Rosario im Studio. Nein. Und wir machen heute, heute ist das Motto, Schoki-Banoki versus Rosario. Also ich bin ja nicht umsonst Trainer geworden, ne? Das wisst ihr. Wieso Trainer? Was meinst du damit? Also ich meine, Quiz und, aber gut. Das ist ja auch, wir machen auch ein Sportquiz. Sportquiz, wie überraschend. Wie überraschend, genau. Also erstmal Rosarios Buzzer hört sich so an. Das ist Rosario. Polizei. Ja, ich komme. Ja. Das bin ich wie immer. Also bei dir ist ja Polizia, Polizia, ja, das kennt man ja in Italien. Du bist ja Italiener, ne? Italiener. Ja. Also ich wie die Pest beim Fußball. Egal. So. Kann ich verstehen. Ja. Aber momentan ist alles gut. Auf nationaler Ebene. Ja. Sportquiz, ich habe 7 Fragen vorbereitet und ich bin gespannt, wie ihr euch schlagt. Die erste Frage lautet. Eine Buzzer-Frage oder du musst uns mal sagen, was wir buzzern müssen oder schätzen? Diesmal schätzen. Schätzen. Genau, schätzen, nicht buzzern. Genau. Und der Gast darf entscheiden, ob ich zuerst schätzen soll oder du. Genau. Okay. Also, wie oft war Arnold. Hallo, ich bin hier der Spielleiter, du bist nur der Spieler. Ja, okay. So. Wie oft war Arnold Schwarzenegger Mr. Universe? Auf Deutsch, Mr. Herr Universum. Du darfst. Er war 3-mal. 3-mal war er Mr. Universe? Mr. Universe. Reicht das, wenn ich sage nur mehr? Dann sagt er einfach 4. Ja, also ich sag mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er war zwischen 6 bis 8 Mal, müsste er den Titel gewonnen haben. Du musst dich schon auf eine Zahl irgendwie... Ja, dann sag ich 4. Okay. Ja, ist so hinterfotzig, kann man sagen. Ne? So ein bisschen ist er hinterfotzig. Also, Arnold Schwarzenegger war 5-mal in 4 Jahren. 5-mal in 4 Jahren. 1967 als Amateur, 68, 69 und 70 als Profi. Diese vier in der NABBA. Ja, das ist irgendwie so eine Vereinigung da. National Association for Bodybuilding. Bodybuilding Association. Hört jetzt an, als ob ich weiß. Und okay, 69 gut. Parallel noch bei der IFBB als Mr. Universe. Genau, also 5-mal eigentlich insgesamt in 4 Jahren. So, ich dachte, das wäre ein bisschen mehr gewesen. Darf ich trotzdem buzzern, weil ich finde, das klingt gut? Mach mal. Das ist der Punkt von Rosario. Wenn es dich glücklich macht, mal Rosario, dann machen wir doch. Ja, okay, Frage Nummer 2. Ja. Wie oft? Ich freue mich jetzt schon. Also schätzen oder buzzern? Schätzen. Schätzen wieder, ja. Okay. Wie oft? Hab ich überhaupt was zum Buzzern hier? Ja, doch. Wie oft wurde Italien Weltmeister im Frauenfußball? Also wir wissen ja, beim Herrenfußball ist es ja viel zu oft gewesen. Die italienischen Frauen sind erfolgreicher als die Männer. Wie oft waren die beim Herren nochmal? Wie oft waren die beim Herren? Viermal. Viermal. Viermal zu viel. Ja. Und die italienischen Frauen waren 6-mal. 6-mal Fußball-Weltmeister? Ja. Was sagst du? Ich sag 5-mal. 5-mal? Und die richtige Antwort ist nie! Nie, ja. So wie es sein soll! Niemals Weltmeister geworden in die Italiener. Ich wollte es eigentlich sagen, ich will aber nur auf Nummer sicher gehen. Also, ja? Ich muss das ist so eine deutsche Tugend. Also, ja? Das genau. Ist total untypisch. Aber genau. Gut. Ich will nur an dieser Stelle sagen, ich habe nichts gegen Italiener, alles gut. Ja. Die einzelnen Italiener finde ich total gut, aber im Sport ist es manchmal ein bisschen zu viel für mich. Ich darf nochmal, ne? Ja, genau. 2-0 für Rosario. 2-0 für Rosario. Jetzt musst du dich aber mal ein bisschen anstrengen, ne? Muss ich buzzern oder schätzen wieder? Wieder schätzen. Lass doch mal was buzzern hier, da bin ich besser als schätzen. Ah, ich habe gar nichts zum Buzzern bei den Fragen, sehe ich gerade. Na gut, dann wird heute mal geschätzt. Komm, lass den Buzzer weg. So, wie oft wurde Italien Weltmeister im Herrenbasketball? Italien ist nicht schlecht im Basketball. Ja, wie oft wurden sie Basketball-Weltmeister bei den Herren? 7-mal. 7-mal Weltmeister. 7-mal Weltmeister. Okay, was sagt der Rosario? Also ich bleibe da natürlich wieder meiner Linie treu. Ja. Ich sag 6-mal. Ja, genau. Wie oft wurde Italien Weltmeister im Herrenbasketball? Die richtige Antwort ist nie! Ja. Niemals Weltmeister also gewesen im Basketball. Sascha hat extra Fragen versucht, ja, ich habe jetzt die Systematik auch erkannt. Ich habe jetzt die Systematik erkannt. Hast du das verstanden? Du sagst nochmal buzzern. Ja, so. Ja. 3-0, ja, aber jetzt sind ja 7 Fragen. Jetzt bei 7 Fragen, Christian. Christian fängt wieder an. Wie oft wurde Italien Weltmeister im Damenbasketball? Nie. Was sagt der Rosario? Ich sag nie.
Minus eins. Naja, also, kann ich auch gut nie sagen. Ja. Nee, du kannst nicht auch nie sagen. Naja, gut, dann muss ich halt ein Jahr sagen. Ja. Also, die richtige Antwort ist nie. Ja. Niemals Weltmeister geworden im Damenbasketball. So, wie es auch richtig ist. So, zack. So, 3-1 für Rosario. Jetzt muss der Christian nochmal ordentlich nachlegen. Jetzt pass auf. Mhm. Fünfte Frage. Wie oft hat der... nichts mit Italien. Okay. Wie oft hat der Rekordhalter im Liegestützen eben diese nonstop vollbracht? Nonstop. In einem Stück durch. Liegestütze. Wie oft? Rekord. Christian? Wie viel Zeit hat er denn dafür gebraucht? Das weiß ich nicht. Okay. Aber er hat sie nonstop gemacht, die Liegestütze, ohne jetzt irgendwie Pause. 198. 198 nie? Christian, das muss ich von dir selbst ausgeben, ohne Spaß. Leg noch mal ein bisschen was drauf, ich bin mal fair. Komm. Okay, okay. Leg mal richtig was drauf. Richtig was drauf. 698. Okay. Was sagt der Rosario? Du bist ja eigentlich vom Fach. Ja, also ich sag 699. Okay, du sagst 699. Naja, aber ich würde mal schätzen. Und wenn du jetzt der Erste wärst, was würdest du schätzen? Ich würde schon sagen so... Über 1000. Über 1000. Ja. Also die richtige Antwort, und es ist 1980 aufgestellt worden von dem Japaner Minoru. Von einem Japaner? Die dürfen auch mitmachen. Ja, ist schon klar, aber ich hätte jetzt andere Amerikaner, Kanadier, irgendwie sowas gedacht. Ja, vielleicht, war der, ja nix, ne? Vielleicht war der vorhergehende Rekordhalter Amerikaner oder Kanadier, aber in diesem Fall ist er okay, Japaner. Ja. Und er ist seit 1980 Weltmeister, also nicht Weltmeister, sondern Rekordhalter im Liegestützen, nonstop. Und das ist der Minoru Yoshida, kann man sich merken übrigens. Und der hat 10.507 Liegestützen gemacht. Ich zeig dir was. 10.507. Tschum, 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 tschum. Ich wusste irgendwann, dass die Zahl liegt irgendwie. Also ich jetzt. Im Tausenderbereich. Nee, ich wirklich nicht so. Im Tausenderbereich. Das hab ich irgendwann mal gehört. Mach mal drei, Christian. Deswegen habe ich ja nur mit meinen 198 angegeben. So, ja, deswegen, genau. So, jetzt pass auf. Also es steht eigentlich schon... Also eigentlich hat der Rosario gewonnen. Ich habe wieder verloren. Du hast wieder verzockt, klar, ja? Aber wir ziehen das jetzt durch. Okay. Sechste Frage wäre gewesen, wie oft hat der Rekordhalter im Liegestützen auf ein Jahr gesehen eben diese vollbracht? Also konnte so viel Pausen machen, wie er wollte und hat ein Jahr lang die Liegestützen gezählt. Als Summe. Ja, genau. Wie viel sind das? Das war Oktober 88 bis Oktober 89. Wie viele Liegestützen... Jetzt darf der Rosario mal. Jetzt darf der Rosario mal anfangen. Hat er schon gewonnen. Also, wenn er 10.000 am Stück... Muss dann schon knapp... Also, er ist bestimmt an eine Million irgendwie dran gekommen. Wenn er ein Jahr lang die ganze Zeit die Liegestütze trainiert hat. Wie viel schaffst du pro Tag? Maximal. Und das dann halt durchgängig in einem Flow. Schaffe ich maximal vielleicht 50. Ich persönlich. Und ich würde ja schon eine hohe Zahl erreichen. Ja, ich denke mal schon, liegt so knapp bei einer Million. Eine Million, sagst du? Ja, das ist noch zu wenig. Sag mal, 1.001.000? Ja. So, super. Und du? Ich sage 1.002.000. 1.500.230. Ja. In einem Jahr. Okay. Also warte mal. Genau, ja. Krass, oder? So, und jetzt bin ich gespannt. Mhm. Last but not least. Geht auch um Liegestütze. Rekord auf beiden Daumen. Ja, so hier, den da. Mhm. Ja, auf beiden Daumen mit 30 Kilo Zugabegewicht. Also... Egal, Christian. Bei mir plus 30 bei Kilo. Dir plus, Start, ja. Also bei egal bei wem, plus 30 Kilo Zugabegewicht. Ja? Wie viel ist da der Rekord? Ist 2013 aufgestellt worden. Auch wieder am Stück ohne Pause. Nonstop. Auf den Daumen. Es war David Ciozzoliani. Ah, Italiener. Nee, Georgier. Ich spreche total du sprichst total italienisch falsch aus. David Ciozzoliani. Okay, David. Keine Ahnung, also auf den Daumen. Auf den Daumen, so, mit 30 Kilo Zugabegewicht. Ich habe keine Ahnung, Rosario. Ja, ich würde schon sagen, liegt vielleicht so bei 500. Ein bisschen mehr. Ich sage 501, also mehr als 500, sag ich. Was denkst du, wie würdest du es schaffen? Das ist krass, da muss man erstmal üben. Ja, gut, mit 30 Kilo noch als Zusatz und nur auf den Daumen. Ja. Das ist halt schon eine andere Nummer, ne? Also ja, war mir klar, dass das, was die Fragestellung mit der Historie hier komplett irreführend war, aber es waren nur 20. Nur 20? Ja, nur 20 Stück. Okay. Ja, sorry. Guck mal. Sorry. Ja, 20 mit.
Christian komplett abgelost heute hier, Christian. Du musst echt, das nächste Mal musst du dich echt anstrengen, Christian, das bringt nichts sonst. Wenn du Scheiße baust, ist es das Feld auf mich zurück. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja. Ich wollte den Sascha verabschieden. Ich würde auch den Regler runterdrehen, wenn ich dran kommen würde. Ja. Aber Rosario heute hier bei uns. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Webseite, Rosario. Die Webseite hier von Rosario, Christian, du weißt das auswendig. Battaglia. Ja, rosario-battaglia.de. Genau. Bei uns verlinkt auf www.schoki-banoki.de. Genau, super. Ich sag Cheerio mit Sophie. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.